erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Internierungslager doch Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie die Horde vor unseren Toren steht. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge hier. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, beherzigt meine Warnung. Diese Pest, die Nordländer heimsucht, könnte schlimme Folgen haben. Pest! Ihr Zauberer seid doch paranoid! Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Pest eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Wie gesagt, die Kirin-Tor sind schon bereit. Sie stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Sie müssen nicht noch Gefangene im eigenen Land sein. Doch sind sie gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit tosen wieder heran. Auf der ganzen Welt herrscht Kriegsgefahr. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört her! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen. Im vergessenen Land von Kalimdor! Seid ihr Obacht, Botschafter! Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für brabbelnde Propheten. Unser Land befindet sich im Krieg. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst! Nun, hinfort! Ich versagte bei den Menschen schon einmal. Noch nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich einen anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt müssen Sie etwas tun. So, Freunde, dann herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3 Reign of Chaos. Wir befinden uns jetzt hier in der ersten Mission der Menschenkampagne. Ich werde jetzt mal kurz den Text hier vorlesen. Das Oberkommando der Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Orkaufstände in Südlordaeron gezwungen, umfassende Maßnahmen zu ergreifen. Um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden, hat König Theradras zwei der besten Paladinen des Landes ausgeschickt. Sein Sohn Prinz Arthas, das wird übrigens ein übelst fieser Typ später, und seinen legendären Udor Lightbringer. Sie sollen die Orks ein für alle Mal besiegen. Ja, schauen wir mal. Ah, der Udo, der pustet auch gleich noch vor seinen Mannen rum. Er scheint es mal richtig drauf zu haben. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uta. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht? Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Stranbrat vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Stranbrat auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uta. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Gut, dann befinden wir uns auch mal direkt in der Mission. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier die Menschen. Als Helden haben wir diesen Arthas, das ist ein Paladin.
Der hat das Main-Attribut als Kraft. Also wenn wir die mal richtig stark kriegen wollen, müssen wir viel, viel in Kraft investieren. Als Fähigkeiten besitzt er bis jetzt nur das Heilige Licht. Damit können wir unsere verbündeten Einheiten heilen. Stufe 1 200 und Stufe 3 nachher 600. Danach hat er noch sein Göttesschild. Das wird in Fachkreisen auch Angstblase genannt. Stufe 1 kann man sich damit 15 Sekunden unbesiegbar machen, auf Stufe 3 45 Sekunden. Danach haben wir die Hingabe-Aura, das ist ein Passiv-Skill von ihm. Das bedeutet, den müssen wir nicht aktivieren, das müssen wir wirklich nur erlernen. Dadurch erhöht sich die Rüstung unserer verbündeten Einheiten, also alle, die sich in der Nähe von ihm dann befinden werden. Und als Ultimate hat er die Auferstehung, damit kann er 6 befreundete Einheiten, die schon gestorben sind, wieder ins Leben zurückrufen. Eine Verbeugung, okay, ich glaube hier hinten, da gab es ja noch gleich mal einen Heiltrank, wenn man die Kiste hier zerprügelt tut. Wunderbar, da ist er denn auch schon. Schauen wir mal weiter. Als erstes, wir haben jetzt mal neue Einheiten. Ich versuche jetzt mal den Foodman hier zum Ausrasten zu bringen. Befehle? Ja, mein Lenzherr. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Schwert schnappen, Horde kappen. Jawohl, Junge. Lothar braucht dich. Es ist nur eine Fleischwunde. Mhm. Befehle? Das gut, alles klar. Meine Stärke. Ein solider Plan. Doch kennen wir mal das Menschendorf. Ja, schönen guten Tag. Natürlich. Na, guten, ja. Die Drecksplagen. Ein solider Plan. Natürlich. Laufen wir den noch mal hinterher? Plan. Machen wir den mal ein bisschen Angst? Für die Ehre. Grüßt, mein Lord. Besteht ja, etwa schönen Gefahr? Guten Tag. Ja. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Oha. Man kann hier sogar Kinder das töten in diesem Spiel. Stärke. Also, weil ich mich zurückerinnere, ja, hat das, glaube ich, eine Freigabe ab 12. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Ja. Was auch noch cool ist, es gibt in Warcraft 3 auch ein kleines Easter Egg hier mit den Schafen. Wenn man sie massenhaft anklickt. Ja, komm schon, Schaf, hau nicht ab. Gibt's eine riesenfette Explosion. Für das Licht. Auch nicht schlecht, dafür, dass das Spiel ab 12 ist. Natürlich. So, was haben die Jungs hier? Und kämpfen. Zu den Schwertern. Ja, das will ich auch schon mal schwer raten, Junge. Also. Kann ja jeder natürlich mal ein bisschen mitmachen. Für die Ehre. Natürlich. Oh, hier unten gibt's noch ein kleines Quest. Für die Ehre. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ein Trupp Knolle hat meinen kleinen Sohn Timmy entführt und in den Wald in ihr Versteck gebracht. Bitte, bringt ihn mir gesund zurück. Tja, also natürlich, wenn Timmy jetzt nicht gerade das Kind war, was ich ihm gerade totgeschlagen habe, dann werde ich das wohl hinkriegen. Ja. Laufen wir einfach mal den Pfad hier lang. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ah, da sind doch schon die Knolle. Bitte helft mir. Ich bin im Käfig gefangen. Ja, ja. Hey, du bist. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Bitte, holt mich hier raus. Der ist auch selten hässlich. Wenn ich den als Kind hätte, also ich glaube, ich hätte ihn abgestoßen. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe eine Belohnung für euch. Ja, es wird doch langsam mal Zeit. Los, mach dich nackig. Hm. Okay, sie hat uns doch bloß einen Ring gegeben. Ich stehe für das Licht. Spürt meinen Zorn. Ja. Gucken wir mal weiter. Ah ja, hier ein oben sieht es so aus, als ob wir da zum nächsten Nebenquest Lehrung finden könnten. Das Mainquest befindet sich ja denn hier in der Stadt drin, ne? Ja. Für die Ehre. Das ist vielleicht auch nur ein kleiner Tipp ist in Warcraft 3, legt eure Fähigkeiten immer so, dass dieses Raster hier mit euren Tasten übereinstimmt. Das bedeutet, ihr legt das Heilige Licht auf Y, ihr legt dann das Gottesschild zum Beispiel auf X. Das hier ist passiv, das brauchen wir nirgendwo hinlegen. Und die Auferstehung auf V. Da braucht ihr echt nicht lange gucken, was für ein Hotkey ist jetzt welche Fähigkeit, sondern ihr wisst es einfach immer sofort. Das könnt ihr im Baumenü natürlich dann genauso machen. Startet das Baumenü mit Y und jegliche Gebäude legt ihr genau auf dem Raster Q, W, E, R und hier unten den ASD weiter. Ein solider Plan. Das wird euch wirklich natürlich wesentlich schneller machen, gerade im Multiplayer ist das sehr wichtig. Ja, ein solider Plan. Rettet uns! Hat die Junge ritten? Boah, eine Falle. Mit, Schwanerei. Alles, was wertvoll ist. Ja, Junge, aber also mal gucken, wer hier was mitnimmt, Junge. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Na, da liegt doch auch schon im Dreck der Entführer. Für die Ehre. Kommt gleich nochmal ein kleiner seiner Lakaien hinterher gelaufen. Okay, unser Paladin ist jetzt auch in ein Level aufgestiegen. Wie wir hier zu sehen,
kann ich Ihnen jetzt eine neue Fähigkeit vergeben. Ich werde jetzt einfach mal die Hingabe-Aura wählen. Das Licht ist meine Stärke. Ich denke mal, das ist derzeitig erstmal das Beste, weil das unsere komplette Armee verstärken tut. Plus ihn natürlich selber auch. Besteht etwa Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Schlafen wir mal am besten weiter. Mal sehen, was hier noch gibt. Na, die Schweine. Wir plündern sie aus, wie alle anderen auch. Ich finde doch, dieser Banditenboss hier, der hat eine übelst geniale Stimme. Also wie er das P betont, also herrlich. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es würde uns sehr viel bedeuten. Hey, Junge, haust du drückst ja noch mehr raus wie die Alte da hinten. Also mit so einem läppigen Ring gebe ich mich dann nicht wieder zufrieden. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Jetzt zieht dieser Footman natürlich, weil er als erster im Kampf war, einen ziemlichen Fokus. Das bedeutet, wir müssen ihn jetzt hier auch aus dem Kampf rausnehmen. Heilen wir ihn auch mal schnell. Besteht etwa Gefahr? Na komm Junge, du kriegst es auch nochmal gleich ordentlich besorgt. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, haben wir hier das Banditenlager? Wenn wir die auch mal gleich mal ordentlich verkloppen. Euer letztes Gebet. Ja. Sagt das Zauberwort. Besteht etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Oh, das sieht alles sehr gut aus. Die Banditen fallen wie die Fliegen. Das Licht ist meine Stärke. Haben wir auch das Geschäftsbuch von den Bauern? Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. So, und gehen wir mal zurück, wollen wir das Quest mal beenden. Natürlich. Wo war der jetzt hier oben? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Ich stehe für das Licht. Man sieht jetzt zwar noch nichts, was er uns gegeben hat, aber ich glaube, der hat einen als Questbelohnung ein Buch gegeben, womit sich die Stärke erhöht. Genau, hier sehen wir es auch, wir haben jetzt eine Stärke von 25. Das Licht ist meine Stärke. Hier wird es auch nochmal angezeigt, der hat uns die Foliante der Kraft gegeben. Ich stehe für das Licht. Verdammt, der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Hier kann man jetzt auch sehr gut sehen, wie viel eigentlich so ein Grunt ab kann. Also es prügeln jetzt hier gerade 6 Footmans plus ein Hate auf ihn ein und guck mal, wie lange der steht. Also wenn ihr Orc spielt und ihr habt ein gutes Micromanagement, seid ihr eigentlich fast unbesiegbar, wenn ihr mit den Einheiten vernünftig arbeitet. Ja. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Okay, dann wollen wir mal in die Stadt reinschauen, mal sehen, was uns hier erwartet. Oh, hier kommt gleich der Sklavenmeister und reitet mal die ganzen Bauern hier. Also das ist wirklich mal ein richtig fieser Hund. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Der Bürgerjugend kriegt gleich mal auch die Axt ordentlich in den Nacken rein. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. So, schauen wir mal hier oben lang. Oha, Bobs ganz brennt. Da sollten wir vielleicht nicht so nah rangehen, nicht, dass die Hütte noch in die Luft fliegt. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Hier wird auch gleich mal knallhart die Hütte hier niedergerissen von den Orks. Das Licht ist meine Stärke. Sag das Zauberwort. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Besteht etwa so, zerprühen wir mal die Kisten hier oben. Irgendwas muss es ja hier geben. Das Licht Jawohl. Ist meine Stärke. Haben wir einen zweiten Mana-Trank gefunden. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Ja. Ich glaube, ja. Wollen wir nochmal eine kurze Cutscene? Schafft diese elenden Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus. Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich alle in den SMN-Keller. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Ich glaube auch, wenn wir diesen Gegner jetzt besiegt haben, also den Sklavenmeister, dann wird das Level auch schon beendet sein. Ist nicht nötig. Besteht etwa
etwa Gefahr? Befehle? Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Was brauchst du? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, mein Lenz. Na, die wollen mir doch jetzt hier nicht noch eine Einheit abziehen. Besteht etwa Gefahr? Oh ne, das wird noch klappen. Das schaffen wir ohne Verluste. Jawohl, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Schönes Ding. Habt Dank, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Ja, die sind jetzt schon lange aufgefressen worden. Da waren sie schaschlig draus, Kollege. Bringen Sie sicher heim. Prinz Arthas. Lord Uther braucht euch sofort beim Lager der Orks. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir. Gut, Freunde, das war dann auch die erste Mission in der Menschenkampagne. Die zweite Mission gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut.